Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, wieder zurück beim Metroid Spiel hier. Im wahrsten Sinne, ja, ihr seht selber, jetzt sind hier voll die Metroids. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir die nicht befreien, weil ansonsten, klar, wir können die natürlich befreien, aber was haben wir davon? Demnach müssen wir ja echt vorsichtig sein. Ich scanne gerade alles ab. Schau, ob hier uns irgendwas voranbringt. Hier zum Beispiel ist eine Falle. Das heißt, ich würde hier ganz sicher nicht hier oben lang gehen wollen. Gehen wir mal unten lang. Haben sie aber gut gemacht. Ist auf jeden Fall spaßig. Gut, hier können wir nur mit Speedy lang. Und hier auch mit Speedy. Und hier oben gibt es halt nichts. Ne? Das heißt, warum soll ich da lang gehen, wenn es da nichts gibt? Und hier müssen wir wegschießen. Okay, alles klar, das lief doch super. Wie gesagt, hier nochmal ein bisschen umsehen. Gut, hier ist nichts versteckt. Immer mal nachschauen. Immer mal nachschauen, liebe Leute. Ah, okay. Miniboss. Miniboss-Time. Okay, das bringt nichts. Blödes Vieh hier. Raketen bringen was. Also immer schön mit Raketen auf dem Kopf. Dann können wir aber auch die großen Dicken nehmen. Ja, du wirst dich nur noch wundern. Du blödes Vieh. Den konnte ich mich gar nicht mehr gerade erinnern. Ich voll gelöscht aus meiner Erinnerung. Wie gesagt, wir haben so viele Raketen. Die können wir jetzt auch mal nutzen, weil dafür sind sie ja. Komm, ein Schuss, glaube ich, noch. Yeah. Nice, Midi-Boss ist geschafft. Und hier geht's weiter. Vielen Dank dafür. So. Ist hier irgendwas? Jedenfalls die Musik verrät mir, dass hier irgendwas ist. Es ist immer so diese Musik, wo man irgendwelche krassen Sachen bekommt. Täusch mich nicht. Täusch mich nicht. Hier ist nichts. Was mich aber wundert ist, dass hier ein Punkt ist. Ne? Hier ist ja ein Punkt. Das heißt, hier muss doch irgendwas sein. Der Kater, ne? Das ist so ein Punkt, so quasi für ein Item. Ich geh mal nochmal raus und nochmal rein. Weil es wahrscheinlich nichts bringt, aber trotzdem. Also ist jetzt komisch, ne? Ich setze hier einfach mal eine Bombe ein. Gut, ich setze einfach mal hier eine Bombe ein. Kann nicht sein, ey. Hier ist einfach mal nichts. Leute, nichts. Na gut, okay. Bisschen abchecken, was hier so ist. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht hier runterfallen will. Weil, Leute, schaut auf der Karte nach. Zack. Und wir wissen, was unter uns ist, ne? Unter uns war dieser Raum, auch mit diesem Rieselsand. Das heißt, wir fallen hier dann einfach durch und das ist halt kacke. Was ist da ein Missile-Container? Den wollen wir haben. Irgendwie. Kann mal gucken. Kann mal gucken. Also wir können hier durchrennen. Das ist schon mal taktisch klug. Und das wird wohl ein Rückweg sein. Alles klar. Also sollen wir hier rennen? Dann rennen wir mal. Bringt sogar was. Boah, was geht denn hier ab, ey? Richtige Armada. Nicht, dass hier irgendwo eine Falle ist.
Kurz vorm Ziel. Seht ihr, da ist nämlich eine Falle. Gut. Alles klar. Verarschen lasse ich mich nicht. Energy Tank. Nice. Energie ist wieder voll. Nice. Sieht richtig gut aus. Es fehlen nur noch drei Tanks. Dann haben wir eigentlich echt komplette Energie. Und ein Reservetank fehlt noch. Aber ob wir das hinbekommen, das weiß ich nicht. Freunde, andere Seite. Ach, jetzt seid doch doof. Jetzt will ich auch nicht mehr. So. Okay. Blödes Vieh. Ab hier. Ja, die Metroids habt ihr gerade gesehen. Ich weiß schon, wie man die so ein bisschen besiegt. Mit Eis einfrieren. Mit einer Rakete rauf. So ist gemacht. Anders funktioniert es nicht. Man muss die immer schön einfrieren. Und die Tür hier, die ist weiß. Warum ist die Tür weiß? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht verraten. Vielleicht ist es so eine Tür, die erst nach dem Endboss frei wird. Hä, warum habe ich ihn jetzt mit einem Schuss getötet? Ach so, der Elektroschuss. Kann man die damit auch töten? Das werde ich nochmal ausprobieren. Weil der war ja sofort tot. Sofort. Tatsache. Geil, es gibt sogar noch eine bessere Methode. Ja gut, Leute, vergesst es, was ich gesagt habe. Die Methode ist einfach mal am besten. Einfach Elektro rauf. So nicht. Okay, hier müssen wir oben lang. Hat ja alles keinen Sinn. Oh, ich hasse diesen Boden echt. Okay, das Wasser bremst uns aus. Ja, was war das gerade? Was verletzt mich hier? Oh, was verletzt mich hier? Oh, okay, wir haben nur die eine Chance. Wir müssen uns da festhalten. Ist gar nicht mal so geil. Oh, geil. Hinbekommen. Gut, was haben wir denn hier? Oh Gott, wir sind ja fast da, glaube ich. Gut. Okay, also wir können oben lang und unten können wir lang. Wir gehen erstmal oben lang. Weil wir hier einen Safe Point haben. Speichern ist immer geil. Leute, ich glaube, es ist bald soweit. Ich glaube, es ist bald soweit. Oh Gott. Ich will dich. Okay, guck mal, hier können wir sogar noch Energie nachfüllen. Hab schon lange nicht mehr gesehen, so ein Ding. Aber es hat hier 100% seinen Sinn. Und sonst ist nichts. Heute. Stirb. Okay. Grüne Missiles. Was haben wir hier? Ist doch 100 pro noch irgendwas versteckt. Die mir nicht sagen. Ah, guck mal hier unten. Wir können hier durchfallen. Okay. Müssen wir aufpassen. Alter. Der ging aber gerade echt schnell kaputt. Her damit. Missile. So Leute, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wir haben noch 10 Minuten. Ich hoffe, die 10 Minuten hier reichen. Guck gerade, wo komme ich denn runter? Hier komme ich runter.
Ich will nicht. Leute, jetzt geht's los. Hier, er gibt mir gar nichts. Nichts gibt er mir. Leute, ich will es nicht. Ich will es nicht. Und guck mal, unsere Raketen, man, die sind überhaupt nicht voll. Eigentlich müssten wir uns irgendwo nochmal heilen. Aber wo? Wo können wir uns heilen? Wir können uns gar nicht heilen. Ja gut, komm, dann machen wir's. Unter beschwerten Bedingungen den schweren, ekligen Boss töten. Kriegen wir hin, denke ich. Jedenfalls genug Energie haben wir. Das ist ein richtiger Egelboss. Wichtig ist erstmal diese Dinger hier abknallen. Weil die echt scheiße sind. Okay. Gut. Da ist die Mutter. Wir haben gerade diese kleinen Dinger gesehen, ne? Boah, ich hasse diesen Boss. So ein Widerling. Widerling. Nein! Okay, da müssen wir aufpassen. Da haut er uns echt weg. Boah, lass mich los, ey. Also wenn er so diese Spinnenweben macht und uns damit verlangsamt, ist nicht so geil. Ja, das ist doof, ne? Sobald er uns einmal damit bekommt. Das ist viel, ey. Aber auch keine richtig gute Strategie. Wahrscheinlich. Hass ich so groß. Rinder! Oh, der wird vor allem immer schneller. Einfach instinktiv schießen. Alles geben, was wir haben. Also wir haben genug Raketen hier. Wir dürfen keine Scheu haben, die auch zu benutzen. Ach, guck mal, so schwer ist er eigentlich gar nicht. Wenn man weiß, wie... Moll! Warte uns. Einfach mal ein bisschen zappeln, mit Steuerkreuz ein bisschen bewegen, A drücken. Einfach mal probieren, ein bisschen zu befreien. Alter, aber guck mal, wie der reinhaut, ne, von der Energie her. Aber der ist schon richtig rot, der ist bald tot. Aber diesen Ekelboss hier geschafft. Ja, yeah, Mann, nice. Geile Scheiße. Boah, ich habe richtig schlechte Erinnerungen an den, dass wir den jetzt wirklich so gut hinbekommen haben. Und dann kommen die Eltern, die Kinder. Oh, Mama. Oh. Eigentlich schon traurig, ne? Haben einfach mal die Mutter getötet. Aber ey, ganz ehrlich, die hat angefangen, ne? Die wollte uns töten. So, Leute, wir sind durch. Let's go. Was erwartet uns? Yeah. Viele Leute kennen das Symbol. Einige nicht. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich guck mal gerade eben. Nix. Okay, Leute. Wir haben den Space Jump. Ja, Mann. Was Geileres gibt's gar nicht. Doch, gibt's noch. Was Geileres gibt's sogar immer noch. Hier, ihr habt schon gesehen. Yeah. Der Space Jump macht einfach nur das. Wir können jetzt quasi in der Luft so oft springen, wie wir wollen, wenn wir im Rhythmus bleiben, ne? Dann ist natürlich geil. So, die ganzen Türen, die jetzt grau waren, ne? Die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr grau. Dürften jedenfalls nicht mehr grau sein. Was mich wundert mit diesen Metroids, ihr habt es gesehen, ne? Ich brauche gar keine Raketen, um die zu töten. Da war es wahrscheinlich erst im Metroid Prime so gewesen. Na gut, muss ich mich da leider verbessern. Gut, denn Leute, wir füllen unsere Energie wieder auf. Wir saven up und der Part ist vorbei. Boah, geil, Alter. Wir haben endlich so eine richtige Kack...
kacke Erinnerung von mir beiseite geschoben, sag ich mal, von diesem Spiel. Wir haben es endlich hinbekommen. Das, wovor ich immer Schiss hatte. Mitunter. Der dritte große Endpost, den haben wir endlich besiegt. Was machen wir jetzt im nächsten Part? Wir untersuchen die anderen Räume, weil wie gesagt, die müssten jetzt alle offen sein, die grauen Türen, die damals noch verschlossen waren. Hier oben, in diesem Raum da oben, den müssen wir unbedingt mitnehmen, weil das ist einfach mal mega geil, was da drin ist. Und ja, dann geht's wieder nach Norfern. Und dann wisst ihr, wer uns da erwartet. Also liebe Leute, bleibt dran, ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Und ja, bis dann. Ciao.